Willkommen wieder zu einem philosophischen Thema. Heute ist das Thema, ich möchte vorstellen, wie Michael Tomasello die Entstehung der menschlichen Moral erklärt. Das beziehe ich mich auf sein Buch Michael Tomaselli, eine Naturgeschichte der menschlichen Moral, Berlin 2006 herausgekommen. Ich habe es als E-Book, so sieht hier das E-Book-Cover aus. So, gut. Dann lege ich hier mal los, wie Michael Tomaselli das versucht zu erklären. Also Michael Tomaselli ist ein US-amerikanischer zeitgenössischer Anthropologe und Verhaltensforscher, das muss man wissen. Eine Naturgeschichte der menschlichen Moral zu schreiben, bedeutet, Hunderttausende von Jahren in der Vergangenheit sozusagen archäologisch tätig zu werden und zu schauen, wie dieses Wunder der menschlichen Moral im Laufe der Evolution entstanden ist. Das scheint auf den ersten Blick denn doch eine etwas märchenhafte Geschichte werden zu müssen, denn lebende Exemplare des Frühmenschen liegen uns zur Beobachtung leider nicht mehr vor. Wie sich deren Welt neu erschließen. Tomaselli tut dies, indem er zum einen einmal unsere nächsten Verwandten, die Menschenaffen, betrachtet, zum anderen die ökologischen Verhältnisse vor von etwa 400.000 Jahren zu rekonstruieren sucht und auch indem er Beobachtungen an Kindern, insbesondere bis zu 3 Jahren, mit berücksichtigt, die noch nicht wirklich kulturell geprägt sind. Er stellt fest, dass Menschenaffen zweckrationale Lebewesen sind, deren Sozialleben hauptsächlich durch Konkurrenz geprägt ist. Sie zeigen dabei Mitgefühl für enge Verwandten und Freunde und helfen manchmal auch Freunden in der Not, wenn sie diese Hilfe nicht zu viel kostet. Zwar jagen etwa Schimpansen und Bonobos gemeinsam, aber nur sehr eingeschränkt, kooperativ strukturiert. Einen Sinn für Fairness, so meint Tomaselli, scheint es bei ihnen nicht zu geben. In Bezug auf den Frühmenschen ist Tomaselli der Überzeugung, dass menschliche Moral eine Form der Kooperation ist. Homo sapiens ist für ihn ein ultra-kooperativer Primat, dessen Moral sich durch psychologische Prozesse der Kognition, sozialer Interaktion und Selbstregulation formte, die dann ein Überleben und Gedeihen der Art ermöglichte. Dabei wurden die Frühmenschen im Hinblick auf kooperative Unterstützung mehr und mehr voneinander abhängig. Tomaselli entwickelt aus diesen Überlegungen die sogenannte Interdependenzhypothese, die besagt, dass sich dieser Vorgang in 2 Schritten vollzog. Zuerst Zusammenarbeit und dann Kultur. Nach Tomasellis Meinung schnitten die Individuen in diesem Prozess am besten ab, die diese Abhängigkeiten erkannten und eine Art von kooperativer Rationalität ausbildeten. Die besondere Fertigkeit, die hier ausgebildet wurde, war es, ein im Plural handelndes Wir zu konstruieren, sich mit anderen an Akten geteilter Intentionalität zu beteiligen. Angetrieben wurde diese Entwicklung sozusagen initial von einer strategischen Kooperation. Der Frühmensch wurde vor mehreren hunderttausend Jahren durch ökologische Bedingungen zur gemeinschaftlichen Nahrungssuche gezwungen. Die Individuen waren hier, um überleben zu können, sehr stark wechselseitig aufeinander angewiesen und entwickelten darum Mitgefühl für das Wohlergehen potenzieller Partner und nicht nur für Verwandte und Freunde. In diese Zeit fällt auch die Entwicklung einer gemeinsamen Intentionalität. Sie konnten mit dem Partner gemeinsame Ziele aufstellen und gemeinsames Wissen teilen. Daraus entfaltete sich dann ein Rollenideal als die Urform späterer sozial geteilter normativer Standards. Im Kontext der Partnerwahl führte dies zur Anerkennung der Gleichwertigkeit von selbst und dem anderen und gegenseitigen Respekt. Trittbettfahrer wurden ausgeschlossen, nur kooperative Partner, so die Einsicht, verdienen auch einen Anteil an der gemeinsamen Beute. Die gemeinsame Verpflichtung bestand darin, ein Rollenideal zu erfüllen, wo jeder Partner die legitime Autorität besitzt, den anderen zurechtzuweisen, wenn er hinter dem Ideal zurückbleibt. Achtung und Fairness entsprang bei den Frühmenschen da einer neuen Art von kooperativer Rationalität. Ein Teil der Kontrolle über die eigene Handlung wird sozusagen auf das durch gemeinsame Verpflichtung erzeugte Wir abgegeben. Man fühlte sich für den gemeinsamen Erfolg mit dem Partner mitverantwortlich. Es wurde eine Gesellschaftsordnung geboren, in der man nicht bloß darauf achtet, wie Personen tatsächlich handeln oder wie man gerne hätte, wie sie handeln, sondern wie man handeln sollte, um einer zu sein, der zu dieser Gemeinschaft wirklich dazugehört.
Tomaselli spricht davon, dass sich hier eine Zwei-Ebenen-Struktur gemeinschaftlicher Intentionalität ausbildete. Ein gemeinsamer Akteur namens Wir, der zwei interdependente Partner Ich und Du umfasste. In der Zusammenarbeit hatte jeder Partner seine Rolle, um den gemeinschaftlichen Erfolg zu sichern. Den Partnern war die Wichtigkeit dieser Rolle bewusst und auch, dass sie akteursunabhängig und austauschbar waren. So entwickelte sich ein Sinn für Partneräquivalenz aus einer Art von Vogelperspektive. Außerdem entwickelten sich Verpflichtungen, um gemeinschaftliche Tätigkeiten selbst zu regulieren. Hielt sich ein Partner nicht an seine ideale Rolle, wurde mit Protest reagiert, der respektvoll eine Verhaltenskorrektur verlangte, was der Getadelte dann auch tun musste, um nicht seine kooperative Identität als sozusagen tugendhafter Partner zu verlieren. Es ist eine Korrektur nicht bloß aus Angst vor Strafe, sondern weil der Protest als berechtigt erkannt wurde. Man begann sich für den anderen verantwortlich zu fühlen und auch Schuld zu empfinden. Es entstehen zwei zweitpersonale Akteure, die ihre Zusammenarbeit durch normative, selbstvereinbarte und unparteiische Ideale selbst regulieren. Der zweite Evolutionsschritt wurde von einer veränderten Demografie angestoßen, etwa 100.000 Jahre vor Christus. Als die Menschengruppen größer wurden, teilten sie sich in Verbände auf und es entwickelte sich der moderne Mensch, der sich an der Gruppe ausrichtet, weil er weiß, dass er mehr von dieser abhängt als diese von ihm. In der Gruppe handelte man besonders mitfühlend, misstrauisch und nicht hilfsbereit war man gegenüber den Barbaren da draußen. Den Handlungen liegt jetzt ein Gefühl für den gemeinsamen kulturellen Hintergrund zugrunde, dessen Resultat gemeinsame Kulturpraktiken gewesen sind. Außenseiter wurden als Trittbrettfahrer oder als Konkurrenten betrachtet, die die Vorteile der eigenen Kultur nicht verdienten. Es bildeten sich neue kognitive Fertigkeiten und Motive aus, die zur Schaffung kultureller Konventionen, Normen und Institutionen führten. Die Rollenideale sind hier objektiv, da jeder innerhalb des kulturellen Raums genau wusste, was für eine Rolle er für den kollektiven Erfolg zu spielen hat. Die Menschen regulierten ihre Handlungen selbst mittels sozialer Normen der Gruppe, deren Verletzung nicht nur von den betroffenen Personen, sondern auch von Dritten getadelt wurde. Moralische Normen wurden als legitim angesehen, weil sie sich mit der jeweiligen Kultur identifizierten, für diese Mitverantwortung empfanden und zweitens, weil sie meinten, dass ihre Kulturgenossen ihre Kooperation verdienten. Es entwickelte sich eine neue Moralpsychologie. Normative Standards sind in dieser Entwicklungsphase objektiv, die Verpflichtungen waren von allen Gruppenmitgliedern geschaffen worden und für alle war das Gefühl der Verpflichtung rational, abgeleitet aus der empfundenen Notwendigkeit, moralische Entscheidungen gegenüber der eigenen moralischen Gemeinschaft zu rechtfertigen, was letztlich zu einer Art kultureller und Gruppengeist getragener objektiven Moral führte. Es bildete sich eine moralische Identität. Im Laufe der Zeit setzten sich Kulturgruppen durch, so Tomaselli, deren Normen und Institutionen effektiver waren als bei anderen. So, besonders sympathisch und auch aufbauend an diesem Ansatz von Tomaselli ist für mich die Erkenntnis, dass eben doch nicht das Eigeninteresse primär für die Entwicklung unserer Moral ist, sondern die Kooperation. Menschen haben sich also nach Tomaselli primär dazu entwickelt, um andere wertzuschätzen und in ihr Wohlergehen zu investieren. Und eben diese Entwicklung hat letztlich bewirkt, dass sie nicht ausgestorben sind und überlebt haben. Zum Schluss sei hier nochmal Tomaselli selbst nochmal zitiert, nochmal ein kurzes Zitat. Sie, die Frühmenschen, sind kooperativ rational geworden, insofern sie in ihre Entscheidungen Folgendes einfließen lassen. Erstens, dass es richtig ist, Partnern und Gruppengenossen immer zu helfen. Zweitens, dass andere genauso wirklich und verdienstlich sind wie sie selbst. Und diese Erkenntnis mag auch als Gegenleistung erwartet werden. Und drittens, dass ein Wir, das durch soziale Verpflichtung erzeugt wurde, legitime Entscheidungen für das Selbst und wertgeschätzte andere trifft, was legitime Verpflichtungen zwischen Personen mit einer moralischen Identität in moralischen Gemeinschaften erzeugt. Ende des Zitats. So, das war auch schon meine kurze Vorstellung. Wünsche euch noch eine schöne Zeit. Tschüss.